Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu unserem Webinar Short ETFs, Funktionsweise und Einsatz. Ich möchte mit Ihnen heute in die Welt der Short ETFs einsteigen. Das ist ja eine Spezialität im ETF-Markt, kein Standardprodukt, das man in einem normalen Portfolio-Einsatz nutzen kann. Es gibt aber dennoch Situationen, wo sich der Einsatz von Short-ETFs nutzt, und wir sehen ja gerade in den letzten Wochen, dass die Aktienmärkte auch mal wieder nach unten gehen können, und das hat bei dem einen oder anderen Anleger eben das Interesse hervorgerufen, sich mal näher mit dem Thema Short-ETFs zu beschäftigen. Und in diesem Webinar möchte ich Ihnen eben erklären, wie die funktionieren, wie man die einsetzen kann, worauf man achten sollte, welche Produkte es überhaupt gibt. Also wir versuchen zu diesem Spitzenthema Short ETFs alle Fragen zu beantworten. Ich habe das versucht, den Vortrag in vier Themengebiete einzugliedern. Das erste werden wir uns mal mit dem Thema Risikominimierung im Portfolio beschäftigen. Was gibt es denn da überhaupt für Möglichkeiten und warum sollte man das tun? Dann das Thema Funktionsweise von Short ETFs. Also wir schauen uns ganz gezielt an, wie die Produkte funktionieren und welche Produkte es da gibt. Dann schauen wir uns nochmal die Risiken von Short ETFs an und zum Schluss ein kurzes Fazit. Ich denke, dann haben wir hier alle Fragen beantwortet, die es zu diesem Thema gibt. Fangen wir mal an mit dem Thema Risikominimierung im Portfolio. Ich habe hier einen sehr langen Chart vom DAX abgetragen, der endet 2014, ist also nicht ganz aktuell, aber es geht auch nicht um die Aktualität dieses Charts, sondern Sie sehen anhand der Wertentwicklung, die Aktienmärkte gehen langfristig nach oben. Aber sie werden immer wieder unterbrochen von stärkeren Kursrückgängen, die habe ich hier mal zwei exemplarisch rot eingezeichnet. Viele Anleger sind sich dieser starken Rückgänge und diesen langen Phasen auch gar nicht so bewusst, weil wenn man eben rückwirkend auf einen Chart schaut, sieht man oftmals diese starken Rückgänge gar nicht. Also ich zeige Ihnen jetzt zum Beispiel hier 87, 89 hier diese großen Crashphasen, die sind kaum zu erkennen, und auch hier diese starke Rückgangsphase, das war das Platzen des neuen Markt, die neue Dotcom-Krise, ist rückwirkend gesehen natürlich nicht mehr relevant, weil die Aktienmärkte eben weiter gestiegen sind und jetzt sogar noch mal ein Stückchen entsprechend weiter in den letzten Jahren. Diese Chart-Ansichten trügen, je länger der Chart zurückgeht, desto trügerischer sind sie. Deswegen zeige ich Ihnen den gleichen Chart jetzt hier nochmal im Zuge eines Maximum Drawdown-Charts, also maximaler Verlust. Und Sie sehen hier auf dieser Grafik abgetragen immer den maximal höchsten erzielbaren Gewinn, wenn man zu einem bestimmten Zeitpunkt eingestiegen wäre. Also Sie steigen heute in den Markt ein, setzen irgendwo einen Einstiegspunkt und gucken dann, was wäre denn in den folgenden Zeitraum der maximal, also der schlechteste Zeitraum gewesen, wenn Sie dort wieder verkauft hätten. Also wenn Sie so wollen, ist es ein Unterwasserchart. Und hier sieht man eben, dass gerade diese großen Finanzkrisen, also 99 bis 2007, hat der DAX in der Spitze, ich sage jetzt mal knapp 70% verloren. Und ich würde mal sagen, das war so 2002, hat er rund seinen Tiefspunkt gehabt. Und es hat dann bis 3, 4, 5, 6, 7, also 5 Jahre gedauert, bis Anleger wieder auf ihr ursprüngliches Einstiegsniveau zurückgekommen sind. Das ist der DAX, das heißt, das sind Dividenden auch noch mit eingerechnet, und Sie sehen einfach nochmal anders dargestellt, ich springe gerade nochmal auf den Chart zurück, hier sehen Sie den gleichen Zeitraum, also quasi von hier oben nach hier unten, und es hat dann eben wieder gedauert von hier nach hier, bis Sie wieder aus der Verlustzone raus waren. Schaut, finde ich, hier nicht so schlimm aus, die Entwicklung, faktisch ist es aber dieser massive Rückgang. Das heißt, mit einem reinrassigen Aktieninvestment, hier am Beispiel des DAX, das ist vielleicht auch ein bisschen sehr plakativ, weil es eben ein Index ist, der nur 30 Werte beinhaltet, haben Sie massive Kursrisiken. Und dann 2007, als die Anleger quasi wieder an den Ausgangspunkt zurückgekommen sind, gab es gleich wieder die nächste Krise, die Euro- und Finanzkrise.
mit minus 50%. Die haben wir zwar jetzt inzwischen auch wieder aufgearbeitet, aber Sie sehen, Kursrückgänge von 20, 30% beim DAX kommen eigentlich regelmäßig vor. Es gibt so Extremszenarien, bei denen der Index dann etwas stärker fällt. Und dann schaut eben das Thema Risiko gleich wieder ganz anders aus. So, wie kann man sich jetzt nun vor diesen Kursverlusten schützen? Es gibt natürlich die einfachste Variante, man verkauft einfach seine Bestände. Nehmen wir an, Sie haben heute ein ETF-Portfolio und haben Angst, dass Sie noch weitere Verluste erzielen, dann könnten Sie heute alles verkaufen. Das Problem ist, dass Sie in dem Fall dann, also Vorteil, Sie machen keine Verluste mehr, aber Sie haben eben auch keine Gewinnchancen. Das heißt, wenn der Markt dann doch weiter steigt oder die Krise sich wieder verflüchtigt, haben Sie dann eben das Problem, dass Sie nicht mehr mit dabei sind. Und zum anderen haben Sie zusätzlich noch ein Timing-Problem, weil viele finden dann auch nicht den Einstieg. Wieder, da gibt es verschiedene psychologische Fallen, dass man eben sich dann letztendlich nicht mehr in den Markt traut. Ist also vielleicht nicht ganz die optimalste. Und wenn man sich jetzt das ganze Thema passives Investieren vor Augen hält, dann dürfte man ja sowieso auch nie verkaufen, sondern immer halten, weil genau in diesen starken Verlustphasen spielt sehr viel Emotionen und auch ja, letztendlich viel verlorenes Geld eine Rolle. Und wenn man dort dann verkauft aus Panik, das ist ungefähr das Schlechteste, was man machen kann. Aber diesen ganzen Themenkomplex will ich jetzt gar nicht weiter ausführen. Da haben wir schon auf vielen anderen Webinaren darüber gesprochen. Also, erste Möglichkeit wäre, Sie verkaufen alles. Zweite Möglichkeit, Diversifikation, also breit streuen. Zeige ich Ihnen gleich ein Beispiel, was das bedeutet. Wenn Sie breit Ihr Kapital auf mehrere Anlagen, also nicht nur auf den DAX, sondern weltweit zum Beispiel streuen oder vielleicht auch noch weltweit und in Anleihen beispielsweise, also sogar innerhalb der verschiedenen Anlageklassen streuen, dann haben Sie natürlich einen geringeren Verlust. In der Regel haben Sie dann aber auch einen niedrigeren Ertrag. Das muss man wissen, ist aber für die meisten Anleger wahrscheinlich die beste Möglichkeit, die man machen kann, um Risiken zu minimieren. Einfach möglichst breit streuen über verschiedene Märkte, Regionen, Anlageklassen. Und da sind natürlich ETFs das perfekte Mittel dazu. Wenn Sie sich eben ein breit gestreutes Weltportfolio aufbauen, haben Sie eben nicht so große Risiken, als wenn Sie in dem Beispiel, wo wir gerade gesehen haben, nur in den DAX investieren. Haben wir aber auch schon in verschiedensten Seminaren und Webinaren schon in aller Ausführlichkeit darüber berichtet. Die dritte Variante wäre, Sie sichern sich ab oder Sie setzen auch einfach nur mal spekulativ auf das Thema Kursrückgänge. Das heißt, Sie sagen, okay, mein Portfolio will ich vom Grundsatz her unangetastet lassen und was kann ich machen, um entsprechend meine Risiken abzusichern. Hier gibt es auch wieder verschiedene Varianten. Man könnte es mit Optionen, mit Futures oder mit anderen Hebelprodukten, Hebelzertifikaten machen. Wir möchten uns aber heute eben das Thema Short-ETFs anschauen. Jede Absicherung ist in einem gewissen Grad spekulativ, weil sie eben für einen Rückgang ihr Portfolio wappnen oder sie gezielt mit einem spekulativen Investment auf einen Marktrückgang setzen. Wenn der nicht kommt, haben sie in der Regel Verluste gemacht. Wenn Sie in das Thema Optionsscheine beispielsweise sehen, verlieren Sie auch über die Zeit den sogenannten Zeitwert. Das heißt, es ist auf jeden Fall mit Kosten verbunden. Wenn der Marktrückgang eintritt, sehen wir gleich in den verschiedenen Beispielen, dann kann er vor Verlusten Schutz schützen. Ein ETF-Portfolio, ein breit gestreutes ETF-Portfolio mit Short-ETFs abzusichern, ist momentan aus meiner Sicht nicht möglich. Man kann sich da nur annäherungsweise herantasten. Vor allen Dingen ein großes Problem bei der Absicherung eines Portfolios ist, dass die meisten Short-ETFs nur ein Faktor 2 oder 3 gehebelt sind. Kommen wir nachher aber auch nochmal drauf. Das heißt, wenn jetzt heute jemand ein ETF-Portfolio ganz normal investiert hat mit, sagen wir mal, 100.000 Euro. Um das abzusichern, müsste er sich im Prinzip nochmal für 100 bzw. dann bei einem höheren Hebel 50.000 Euro Short-ETFs dazu kaufen. Das ist natürlich ein großer Anlagebetrag. Und ob das jetzt jemand explizit dann auf dem Konto liegen hat und nicht in seinem Long-ETF-Portfolio, ist wieder ein anderes Thema. Deswegen glaube ich, die meisten Anleger, die Short-ETFs einsetzen, oder überhaupt Short-ETFs sollte man wirklich nur ganz kurzfristig für einen letztendlich spekulativen Trade, für einen spekulativen Einsatz einsetzen. Und da, selbst da gibt es einige Punkte, worauf man achten sollte.
Ich möchte nochmal ganz kurz einen Punkt zum Thema Diversifikation zeigen. Ich habe hier nochmal diesen Maximum Drawdown Chart in Rot eingezeichnet mit den -70%. Nichtsdestotrotz hat in diesem Zeitraum, also von 87 bis 2014, der DAX etwa 1000% zugelegt, beziehungsweise 9,9% pro Jahr, was ja ein dennoch sehr, sehr ordentlicher langfristiger Ertrag ist. Auf der anderen Seite muss man aber sagen, man hatte auch eben Verlustphasen von -70, -50% dabei. Und die Frage ist, ist wirklich jeder Anleger da noch dabei geblieben oder hat man verkauft? Das ist, glaube ich, die Herausforderung. Auf der anderen Seite habe ich mal Easyfolio 50. Das war ja auch ein Produkt, was wir ursprünglich mal aus unserem Haus heraus kreiert wurde. Ist ein breit gestreuter Fonds, der in 50% weltweite Aktien und 50% weltweite Anleihen investiert. Soll exemplarisch hier jetzt mal dargestellt werden als breit gestreutes und über Anlageklassen diversifiziertes Weltportfolio. Der hat im gleichen Zeitraum oder diese Strategie hat im gleichen Zeitraum 839% Wertentwicklung gehabt. Das sind etwa 8,07% pro Jahr. Hat also, sagen wir mal, annähernd den gleichen Ertrag gebracht. Wenn man sich jetzt aber, und das ist oben in Blau einzeichnet, sich diese Phasen der Maximum Drawdowns anschaut, also diese Phase zum Beispiel hier oder hier, da sieht man halt ganz deutlich, dieses breit gestreute Weltportfolio mit Anleihen drin hat hier in dieser schlimmen Phase 20% verloren, während der DAX 70% verloren hat. Hier hat es ebenfalls 20% verloren, während der DAX über 50% verloren hat. Ist nicht ganz vergleichbar. Weltweites Investment ist ja, in Easyfolio ist ja schon breit gestreut, DAX nur 30 Werte. Aber Sie sehen, und es gibt ja auch so einen Spruch, there is no free lunch. Doch, es gibt einen Free Lunch an der Börse und der Free Lunch ist Risikominimierung durch Diversifikation und über verschiedene Anlageklassen ermöglicht einem eben dennoch Ertrag, einen hohen Ertrag zu erwirtschaften, vielleicht nicht den höchsten im Vergleich, aber vor allen Dingen die Risiken zu minimieren. Deswegen ist eben aus meiner Sicht der größte Ansatzpunkt, der größte Hebel bei dem Thema Absicherung von Risiken eben die Diversifikation. Das steht aus unserer Sicht über allen Dingen. Deswegen heute Short-ETFs eher zum spekulativen Einsatz. Schauen wir uns also die Funktionsweise von Short-ETFs näher an. Bevor wir nochmal das Thema Short-ETF angehen, nochmal eine Definition. Was ist denn eigentlich eine Long bzw. das Gegenstück, die Short-Position? Der Begriff kommt ja immer wieder. Eine Long-Position ist in der Regel eine Position, die man eben besitzt, und eine Short-Position ist eine Position, die man nicht besitzt. Es ist ein bisschen komplex, weil wenn man dann in die Derivate-Welt geht, kann man auch eine Short-Position besitzen. Das ist dann der Long-Put. Man kann auch eine Short-Position nicht besitzen, das ist dann der Short-Put. Also ist ein bisschen verwirrend. Ich habe es jetzt mal so definiert: Eine Long-Position profitiert bei einem Kursanstieg des Basiswert und fährt bei einem Kursrückgang Verluste ein. Das ist das, was man ganz klassisch passiert, wenn man etwas, ein Wertpapier kauft, einen DAX-ETF, eine Siemens-Aktie. Die steigt und macht Gewinne, wenn schon die macht Gewinne, wenn der Basiswert, also die Aktie, steigt, und sie macht Verluste, wenn der Basiswert fällt. Bei einer Short-Position ist es im Prinzip genau umgekehrt. Die profitiert davon, wenn ein Kursrückgang entsteht, und fährt Verluste ein, wenn der Wert ansteigt. Sie ist also invers. Ja? So. Wenn man sich anschaut, wie ein Short-ETF kreiert wird, dann ist ein Short-ETF wie jeder andere ETF, bildet die Wertentwicklung eines Index ab und zieht dann die Gebühren ab und noch Kosten für den Leerverkauf. Ich gehe gleich nochmal auf die Positionen im Detail ein. Das heißt, wenn Sie heute einen Long DAX-ETF, also einen ganz klassischen DAX-ETF kaufen, investieren Sie Geld in den Fonds. In dem Fonds werden dann 30 Aktien gekauft, die des deutschen Aktienindex. Steigen die Aktien, steigt der Wert des Fonds, fallen die Aktien, fällt der Wert des Fonds. Ganz klassischer ETF. Bei einem Short-ETF kaufen Sie den Short-ETF und Sie investieren ja auch Geld in diesen ETF. Jetzt liegt in dem ETF Cash drin, und im gleichen Zug, weil Sie wollen ja die inverse, also die umgekehrte Wertentwicklung haben, verkauft der Fonds rechnerisch
nochmal den DAX. Und was kriegt man, wenn man was verkauft? Man kriegt einmal Cash aufs Konto, ja, und man hat eben die Aktien leer verkauft, eine Verpflichtung. Deswegen erhält einerseits durch dieses Short Investment im Index man die inverse Performance gutgeschrieben, weil man hat ja die Aktien leer verkauft. Gleichzeitig liegt zweimal Cash drin, einmal das Cash, was Sie in den Fonds selber eingezahlt haben, weil Sie haben den Fonds ja gekauft, in den Fonds investiert. Der Fonds kriegt aber eine zweite Einheit Cash, weil er ja Aktien verkauft und dafür Cash bekommt. Also liegen zwei Einheiten Cash im Index, im Short ETF. Die werden mit Geldmarkt verzinst. Das ist momentan null, aber es gab ja auch mal andere Zeiten. Davon wird dann die Gebühr des ETFs, die TER oder Ongoing Charges, je nachdem, wie Sie es nennen wollen, abgezogen. Und weil Sie ja hier oben eine Short-Position eingegangen sind am Kapitalmarkt, müssen Sie, weil Sie die Aktien ja nicht haben, Sie haben sie ja leer verkauft, über Wertpapierleihe am Kapitalmarkt leihen, damit Sie die dann liefern können an den, den Sie verkauft haben. Und diese Leihekosten müssen Sie auch bezahlen. Im Prinzip müssen Sie eine Miete bezahlen dafür, dass Sie von jemand anderem Aktien geliehen bekommen, damit der Fonds Sie verkaufen kann. Ja. Das fragen Sie manche auch, oder Sie haben bestimmt schon mal im Zusammenhang gehört von klassischen physisch replizierenden ETFs, dass sie Leiheerträge generieren. Und das ist zum Beispiel genauso ein Fall, nur dass Sie in dem Fall nicht Leiheerträge bekommen, sondern Leihe zahlen müssen. Ja, also der Kapitalmarkt funktioniert in beide Richtungen. Wo Leiheerträge anfallen, muss auch die irgendjemand zahlen. Bei Short-ETFs zahlen sie die Leihekosten. Das heißt, die Wertentwicklung eines Short-ETFs setzt sich aus der täglichen inversen Wertentwicklung, dem zweifachen Geldmarktertrag pro Tag, abzüglich den täglichen TER-Kosten und die Kosten für den Leerverkauf. Und das alles sozusagen fällt in in die Indexberechnung mit ein. Und der Short-ETF bildet einfach nur auf Tagesbasis diesen Short-Index eben ab. Wir kommen nachher auch nochmal zu ein paar Beispielen, da wird es nochmal klarer. Sie sehen hier eine Grafik, das ist übrigens schon eine Grafik aus unserer neuen Webseite, die wir dann auch unter dem Brand Extra ETF starten werden. Sie sehen hier eine Grafik, drei Kurse. Orange ist ein ganz klassischer DAX-ETF im Verlauf dieses Jahres von Xtrackers. Das dunkelblaue ist ein einfach gehebelter Short DAX und das hellblaue ist ein zweifach gehebelter Short DAX. Und jetzt auf diesen ersten Blick sieht man ja doch, dass immer wenn die orangene Linie nach unten geht, steigen die anderen beiden an. Die hellblaue immer etwas mehr als die dunkelblaue. Und andersrum, wenn die orangene Linie ansteigt, fallen die anderen. Auf den ersten Blick sieht man, dass die sich genau invers verhalten. Aber es ist nur auf den ersten Blick so. Es gibt zum Beispiel Phasen, wo das nicht so ist, ja? Oder wo es nicht so 1 zu 1 invers ist. Oder hier hat man auch den Eindruck, dass die blaue ein bisschen stärker hier nach oben geht und die etwas flacher eigentlich geht. Und warum das so ist, das erkläre ich Ihnen gleich. Hier ist es wie gesagt auf ein Jahr bezogen. Hier schaut es noch relativ in Ordnung aus. Wenn man jetzt aber die gleichen drei ETFs auf 3 Jahre bezieht, das habe ich jetzt nicht dazu geschrieben, aber es ist auf 3 Jahre bezogen. Nee, Entschuldigung, das ist doch auf nee, 18, 12, 6, also 7, 8 Jahre sogar. Wenn man das auf 7, 8 Jahre sich anschaut, da sieht man auch im Grundsatz, dass wenn der Markt steigt, die anderen fallen. Aber Sie sehen schon, diese Kurve hat eigentlich schon, diese beiden Kurven haben eigentlich schon fast gar nichts mehr damit zu tun, wie die orangene Kurve sich verändert. Und warum das so ist, das schauen wir uns jetzt eben im Detail an. Es gibt also anscheinend hier irgendeine Funktion, die dazu führt, dass der oder die Short-ETFs, Short-Indizes nicht sich 1 zu 1 invers verhalten wie der klassische Long-ETF. Es gab mal vor längerer Zeit auch eine Studie, da wurden Direktbankentransaktionen im ETF-Bereich analysiert, das habe ich nochmal rausgekramt. Und da sehen Sie, dass ein Standard-ETF, also das ist in dem Fall der klassische Long-ETF, der wird im Schnitt 138 Tage gehalten, also sagen wir mal knapp ein halbes Jahr.
Und währenddessen die Short- und die gehebelten Produkte immer kürzer gehalten werden. Das heißt, anscheinend haben Privatanleger, weil es ja Direktbankendepots sind, grundsätzlich die Funktion verstanden. Man sollte also Short- oder auch gehebelte Produkte, Long oder Short, eher immer kurzfristig halten, eben aus den Gründen der Pfadabhängigkeit, die ich gleich erklären werde. Also ist ganz, ganz spannend. Und es werden relativ hohe Beträge für solche Trades eingesetzt, währenddessen zum Beispiel bei klassischen Investitionen über Sparpläne und so weiter 200, 300, 400 Euro investiert werden. Wir haben bei unserer Leserumfrage letztens ermittelt, wie hoch die durchschnittliche Anlagesumme pro Transaktion ist, und es sind irgendwie 5.000 Euro. Es scheint also zu sein, dass die Leute, die auf Short-Produkte setzen, tendenziell etwas mehr Geld einsetzen, weil sie eben ja, bewusst eine Wette eingehen auf einen sinkenden Markt. Hier mal eine Liste, auch schon von unserer neuen Webseite, der Screenshot, welche Aktien-Short-ETFs ohne Hebel es gibt. Sie sehen erstmal, was auffällt. Alle sind synthetisch, also über Swaps dargestellt. Es gibt keine physisch replizierenden Short-ETFs. Es gibt der Markt oder das Produkt nicht her. Es geht nicht physisch replizierend, weil der Fonds das eben nicht darf. Das heißt, man kann es nur über einen Swap, diese inverse Index-Performance, in das Sondervermögen bekommen. Das ist schon mal das Erste. Sie sehen, dass die Fonds alle sehr klein sind. Ja, also der größte, der DAX-ETF, ist auch der beliebteste, hat gerade mal 350 Millionen Euro. Das heißt, man darf sich hier bei Short-ETFs nicht unbedingt von dem Fondsvolumen täuschen lassen, weil natürlich keiner eine Vermögensanlage aufbaut mit einem Short-ETF, sondern wie gesagt, kurzfristiges Trading per Definition wird also nie ein Riesenvolumen reinkommen, sondern eine relativ hohe Umschlagshäufigkeit. Und Sie sehen, dass die Gebühren, also die Total Expense Ratio, im Verhältnis zu den klassischen DAX-ETFs beispielsweise, also hier Comstage-ETF kostet 0,4%, der normale DAX-ETF kostet irgendwie 0,1%. Das heißt also, Short-ETFs sind grundsätzlich etwas teurer als die vergleichbaren Long-Investments. Schauen wir uns mal die Märkte an, was es gibt. Es gibt also ein Short-ETF auf den MDAX, auf den DAX, nochmal auf den DAX, auf den amerikanischen S&P 500, auf den MSCI USA, auf den FTSE 100, und der Rest ist alles auf den Euro Stoxx 50. Ja. Euro Stoxx 50 ist eigentlich ein Index, der bei Long-Investoren, also bei klassischen Investoren, die eher so ein breit gestreutes Weltportfolio aufbauen, gar nicht so stark nachgefragt wird. Da wird eher der Stoxx 600 oder der MSCI Europe genommen. Der Euro Stoxx 50 ist im Derivatebereich ein sehr beliebter Index, ist auch sehr liquide, deswegen bieten sich hier eben Short-ETFs an. Und das, wenn Sie sich erinnern, ich hatte vorhin ja gesagt, wie kann man ein weltweites Portfolio absichern? Das wird schon schwierig, ja, man hat kein asiatisches Produkt. Sie können mit Deutschland, USA und Europa kein Weltportfolio absichern. Das heißt, von daher scheitern sie letztendlich schon an dem Produktangebot. Vor ein paar Jahren war das noch ein bisschen einfacher. Da gab es auch ETFs auf den MSCI Emerging Markets. Es gab auch ETFs, Short-ETFs auf den asiatischen Markt. Aber mangels Nachfrage sind die einfach eingestellt worden. Und jetzt beschränken sich das Angebot letztendlich eben auf, ja, DAX, Euro Stoxx 50 und S&P, um eben hier Anlegern die Möglichkeit zu geben, in Deutschland, Europa oder USA Shorts zu gehen. Bei den ETFs mit Leverage, also mit Hebel 3 oder 2, das sehen Sie ja meistens dann auch im Produktnamen, da wird es noch geringer. Hier haben wir auch DAX, 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 S&P 500, Eurostoxx, Eurostoxx, DAX. Also auch hier ist das Angebot noch geringer. Was fällt hier auf? Zum einen, die Fondsvolumen sind noch niedriger. Also im Prinzip ja, ist schon an der Grenze, dass man sich fragen muss, ist es ein Produkt, was sich wirklich rechnet? Also so ein dreifach gehebelter Euro Stoxx 50 Short ETF mit 3,6 Millionen Fondsvolumen wage ich zu bezweifeln, dass da jemand Spaß dran hat.
von der Produktanbieterseite. Und was noch auffällt, natürlich alles synthetisch. Die Gebühren sind wirklich sehr, sehr teuer mit 0,6, 1,5. Und da kommt man dann schon auch an eine Grenze, wo man sagt, muss es denn wirklich unbedingt ein Short-ETF sein oder ist das dann für so spekulative Zwecke nicht wirklich besser, ein Hebelzertifikat oder einen Optionsschein zu nehmen, der einfach viel, sagen wir mal, flexibler einsetzbar ist als so ein Short-ETF. Ja? Es gibt auch Short-ETFs auf Anleihenmärkte, eine Handvoll, die habe ich jetzt gar nicht mit aufgeführt. Da ist die Funktionsweise ja nochmal ein bisschen anders vom Prinzip her, weil die eben steigen, wenn die Zinsen sinken und umgekehrt. Ich habe mich jetzt eben hier nur mal auf das Thema DAX Short-ETF, Entschuldigung, auf Aktien-Short-ETFs beschränkt. Also halten wir fest, es gibt drei Möglichkeiten. Aktien verkaufen, diversifizieren oder sagen wir mal spekulieren über Short-Produkte, um die Risiken zu minimieren. Short-ETFs liefern nicht immer eine 1 zu 1 inverse Rendite. Das heißt, wir haben in den Charts gesehen, dass die sich schon zum Teil etwas anders verhalten, als man eigentlich erwarten würde. Es gibt eine Menge Produkte, sagen wir mal 30 ETFs, die aber sich im Wesentlichen auf Deutschland, Europa und USA beschränken. Und im nächsten Teil schauen wir uns jetzt nochmal an, warum es denn zu diesen Abweichungen kommt und was ist das neben dem Marktrisiko, wenn Sie eben auf Short-Märkte, also fallende Märkte setzen und die fallenden Märkte kommen nicht, was für Risiken hat man denn eben noch bei Short-ETFs? Und das alles kann man zusammenfassen unter dem Begriff Pfadabhängigkeit. Und diese Pfadabhängigkeit möchte ich jetzt einmal zur Erläuterung bei einem ganz klassischen ETF erläutern, bei einem Long Investment und dann einmal beim Short Investment. So, was sehen Sie hier? Hier links sehen Sie einen Zeitraum, also von 0 bis 5 Tage. Sie sehen hier einen Indexstand, vollkommen egal, welcher Stand es ist, da geht es nur um das Beispiel. Der beginnt bei 7,5, verändert sich dann rauf und runter und endet am fünften Tag wieder bei 7,5. Hier sehen Sie die prozentuale Veränderung gegenüber dem Vortag, also von 7,5 auf 7,2 ist eben minus 4%. Hier sehen Sie die kumulierte Entwicklung, also sprich, Sie sehen jetzt zum Beispiel von Tag 4 auf 5 ist er um 2,74% gestiegen. Gegenüber dem Starttag von 7,5 auf 7,5 ist er eben 0. Ja, also die kumulierte von Anfang bis Ende durch. Und hier sehen Sie den ETF-Preis, also von einem klassischen DAX-ETF und die Veränderung des DAX-ETFs oder des klassischen Long-ETFs. Dann gehen wir mal ein paar Szenarien durch. Also am Tag 1 fällt der Index von 7,5 auf 7,2, minus 4%. Sie haben für 100 Euro einen ETF gekauft. Der verliert natürlich auch die 4%, steht danach bei 96%. Alles wunderbar. Am nächsten Tag steigt der Index auf 7,6. Er ist also um 5,56% gestiegen. Hat sich gegenüber dem Starttag um 1,33% verändert. Wenn ich jetzt 96 Euro mal 5,56 rechne, komme ich eben auch wieder auf 101,33. Der Index und der ETF haben sich also 1 zu 1 verändert. Und dann fällt er wieder, dann steigt er wieder und so weiter. Am Ende ist der Index von 7,5 auf 7,5 unverändert geblieben. Der Veränderung gegenüber Starttag ist 0. Wenn ich am Anfang 100 Euro eingesetzt habe, muss ich dann am Ende logischerweise auch 100 Euro wieder haben. Soweit alles klar, das kennen Sie aus Ihrem Depot, so funktioniert das mit jedem Investment, das Sie gemacht haben. So. Jetzt sind wir beim Short DAX und schauen uns das gleiche Szenario nochmal an. Also am Tag 1 von 7,5 auf 7,2 ist minus 4, Veränderung, also immer auf Indexebene, ist auch minus 4. Jetzt hat der Short DAX die inverse Wertentwicklung, also er steigt von 100 auf 104, weil sie ja nicht minus 4%, sondern plus 4% an diesem Tag machen. Auch soweit richtig und klar. Am nächsten Tag haben wir das gleiche Szenario, steigt der Index um 5,56% auf 7.600 Punkte. Er ist somit 1,33% gegenüber dem Ausgangsniveau von 7,5 gestiegen. Wenn man diese 5,56% jetzt auf die 104 rechnet und das dann abzieht, kommt man auf einen Wert von 98,22 Euro.
Das bedeutet, gegenüber dem Startwert ist der Short-ETF um 1,78% gefallen. Jetzt, Moment. Der Index ist um 1,33% gestiegen, müsste doch eigentlich auch der Short-ETF um 1,33% nur gefallen sein. Hat er aber nicht. Wenn man sich das Szenario jetzt noch weiter anschaut, danach steigt er und dann fällt er wieder, dann hat der Index kumuliert in dem Beispiel minus 2,67% verloren. Eigentlich müsste ich also 2,67% gewonnen haben mit dem Short-ETF. Habe ich aber nicht, wenn Sie hier rüber schauen. Er hat nur 1,77% verloren. So, woran liegt das? Wenn man sich vielleicht noch das Ende zu Ende schaut, das Szenario zu Ende, der Index ist unverändert, plus minus null. In der Rechnung, wenn man diese Prozentveränderung, die täglichen eben durchrechnet, kommt man aber am Ende dahin, dass der Short-ETF bei 98,98 steht, also ja, der Anleger mit dem Short-ETF 1% verloren hat, obwohl der Index von 7,5 auf 7,5 sich verändert hat, also unverändert geblieben ist. So, woran liegt das? Das liegt an dem Faktor, dass diese Short-Partizipation, diese inverse Partizipation immer auf Tagesbasis gilt, also von einem Tag auf den anderen. Und in diesem ersten Szenario ist ja der Index am ersten Betrachtungszeitraum um 4% gefallen, also der Short-ETF um 4% gestiegen. In dem Moment haben Sie ja 104 Euro auf dem Konto, beziehungsweise das Investment ist 104 Euro wert. Wenn Sie jetzt 104 Euro investieren und da der Markt steigt 5,56%, dann verlieren Sie auf diese 104 Euro 5,56%. Und das ist natürlich mehr, als wenn Sie nur auf 100 Euro diese 5,56% verlieren. Und deswegen kommt es durch eben diese ganzen Schwankungen und durch diese Pfadabhängigkeit immer zu leichten Veränderungen. Und je nachdem, wie stark der Index schwankt in diesem Szenario, kann es eben zu größeren oder auch zu geringeren Abweichungen gegenüber der realen Indexwertentwicklung kommen. Und wenn man sich jetzt dann eben, jetzt springe ich nochmal kurz zurück, diese Grafik hier nochmal anschaut, dann sieht man eben, dass vom Grundtrend her, dass sagen wir mal, invers ausschaut, also wie so ein Schmetterling, sage ich mal, ja, so ein aufgeklapptes Szenario, gegenläufige Kurslinien, aber eben dann doch nicht. Ja? Und das liegt eben, diese Abweichungen liegen eben genau an dieser Pfadabhängigkeit. Und in diesem Szenario war es ja noch gut für den Anleger, also die Short-Investoren haben ja sogar 10 und 20% verdient und der Index hat auch ja, vielleicht 12% verloren, also da war diese Abweichung noch gar nicht so stark. Ich habe das nachher auch noch mal in einer anderen Grafik. Aber wenn Sie jetzt hier anschauen, da haben die, das kann man jetzt leider schwer sehen, weil es so stark im Minus ist, die Short Investments haben hier im Prinzip einen Totalverlust erlitten seit ihrer Auflage. Währenddessen, ja, der DAX, aber ja, es ist schwer von der Skalierung her zu sehen, vielleicht bei 80% oder 90% liegt. Ja. Gut, und letztendlich ist das eben genau das Risiko bei einem Short-Investment, dass Sie durch diese starken Schwankungen ja, immer eine unterschiedliche Basis haben, wo diese tägliche Wertveränderung wieder berechnet wird und dann schwankt es so hin und her und dann baut sich eben, wie in diesem Beispiel exemplarisch dargestellt, dann eben eine Underperformance auf, die ja zum Teil auch sehr gravierend sein kann. Das heißt, als Faustregel, je höher die Volatilität, desto stärker wirkt sich auch dieser Auf- bzw. Abzinsungseffekt bei längeren Laufzeiten an. Also auf Tagesbasis passt es. Wenn Sie jetzt heute einen Short-ETF kaufen, morgen der DAX um 10% fällt, dann ist der Short-ETF auch 10% im Plus. Also von der Grundfunktionsweise passt das Produkt wunderbar. Wenn Sie jetzt aber ein Short-ETF mal sagen, oh, momentan schwierig oder ich will wirklich vielleicht das Portfolio ein bisschen absichern und Sie halten den über 30 Tage, dann haben Sie halt eine ganz, je nachdem, wie sich der Markt entwickelt, eine deutlich stärkere Pfadabhängigkeit. Beziehungsweise je nachdem, wie der Markt schwankt, haben Sie halt ja, wie soll ich sagen, eine stärkere oder eine schlechtere inverse Indexabbildung.
Und hier gibt es mal so eine grobe Berechnung. Wenn Sie jetzt einen steigenden Trendmarkt haben, also wenn der Markt nur nach oben geht, dann ist es eher gut für den Short ETF, weil dadurch, dass Sie ja immer weniger investiert haben, fällt dir dann sozusagen immer weniger als invers, was gut wäre. Wenn Sie einen stark fallenden Trendmarkt haben, dann steigt er mehr als 1%, weil Sie ja immer mehr Geld sozusagen investieren, immer mehr Geld wieder Short investieren. Das heißt, er steigt eben entsprechend überproportional. Wenn der Markt sehr flach ist und nicht volatil, dann passt es mehr oder weniger mit der inversen Abbildung. Gut, wobei in so einem Szenario brauchen Sie eigentlich auch kein Short-Investment. Wenn der Markt flach ist, aber sehr stark schwankt, dann eben schafft er es nicht. Und wenn er sehr volatil ist und immer rauf, runter, dann schafft er es eben auch nicht, seine inverse Abbildung zu erreichen. Und Sie sehen, da gibt es schon sehr viele Wenn und Abers und man kann da eben auch nicht genau sagen, so ist es. Man kann sagen, dass auf Tagesbasis immer funktioniert die inverse Indexabbildung. Man kann aber eben nicht sagen, wie sich es in den nächsten Wochen verhalten wird. Vor allen Dingen nicht von der absoluten Entwicklung, sondern wie der Weg dahin ist. Und wenn der Weg in unterschiedlichen Szenarien unterschiedlich ausfällt, haben Sie eben eine bessere oder eine schlechtere inverse Indexabbildung. Das führt eben dazu, dass sich viele Anleger dann wundern, der Markt hat 10% verloren, juhu, ich sollte eigentlich 10% plus haben und am Ende kommt vielleicht sogar noch ein negativer Wert raus. Dann ist natürlich, wie sagt man, keine so angenehme, erfreuliche Situation. Ja, also eher kurzfristig auf Tagesbasis vielleicht einsetzen und nicht über längere Zeiträume. Hier sieht man auch nochmal eine Grafik, die habe ich mal in der Präsentation der Deutschen Bank gefunden, schon viele, viele Jahre her. Da haben die aber untersucht, in welchen sagen wir mal, Krisenszenarien von 11. September, Irakkrieg, Finanzkrise, Golfkrieg und so weiter, was für eine Volatilität hatte da der DAX, also welche Schwankungen in dieser Phase hatte der DAX, das sieht man hier. Welche Wertentwicklung hatte in dieser definierten Phase der DAX, also minus 24, minus 35, minus 59% und wie viel hat im gleichen Zeitraum der Short DAX gemacht? Ja, und da sehen Sie eben, der DAX hat hier 24% verloren. Eigentlich hätte man meinen müssen, erwarten müssen, dass der Short DAX eben plus 24,2% macht, hat er aber nicht, er hat 40% gemacht. In dem Fall war es ein gutes Szenario. Gehen wir zur asiatischen Wirtschaftskrise, da hat der Index der DAX 10% gemacht in dem Zeitraum, der Short DAX hat aber mehr verloren, nämlich 12%. Ja. Also Sie sehen, es kommt da, man kann da gar nicht sagen, hohe Volatilität ist schlecht oder niedrig, es kommt immer ein bisschen drauf an. Es gibt auch Phasen, das sind dann immer die Phasen, wo es unter minus 1 ist, hier und hier und hier, wo es der Short-ETF sich schlechter entwickelt hat als der Index. Man kann aber auch sagen, dass in so richtig, richtig fiesen Abwärtsphasen mit hoher Schwankung in vielen Fällen auch der Short-ETF bzw. der zugrunde liegende Short-Index eine höhere Wertentwicklung erzielt hat. Meistens in den Fällen, wo es mit einem Schlag oder mit mehreren kurzen Schlägen stark nach unten gegangen ist. Ja. Aber wie gesagt, wie heißt es immer so schön, historische Darstellungen sind kein Garant für die Zukunft, weil es eben, wie gesagt, auf den Weg und auf den Weg des Index während dieser individuellen Haltezeit, die Sie eben halten, auf diese Phase kommt es eben drauf an. Jetzt habe ich hier nochmal die realen Zahlen mitgebracht. Sie sehen wieder in Orange den DAX ETF. Das ist jetzt auf ein Jahr bezogen. Der hat in diesem Jahr minus 12,54% gemacht. Schauen Sie sich die dunkelblaue Balken an. Der hat 10,16% gemacht. Also sprich, da ist schon mal ein Rückgang von 2,4%. Sozusagen fehlt eine Wertentwicklung von 2,4%. Eigentlich müsste der 25% sein. Er müsste jetzt plus 12,5% sein, ist aber nur plus 10,16%. Und der Short DAX ähnlich, der ist nicht 25%, weil er doppelt ist, sondern hat nur 20%. Also Sie sehen, da bleiben durch die Pfadabhängigkeit in diesem speziellen Szenario doch durchaus mal die ein oder andere Prozent auf der Strecke liegen. Das Produkt hat zwar funktioniert, also beide Anleger mit dem Short und dem Doppel-Short-DAX haben einen positiven Ertrag erzielt, aber eben vielleicht nicht das, was man erwartet
hätte. Wenn man sich's auf einen langen Zeitraum anschaut, jetzt hier mal einen Dreijahreszeitraum, dann sieht die Sache natürlich nochmal ganz krass aus, weil hier sehen Sie, der DAX hat nur 1% verloren, währenddessen der Anleger mit dem Short DAX 12% sogar verloren hat und der mit dem Doppel-Short DAX 27%. Das heißt, es ist also ein super Beispiel, wer jetzt 3 Jahre lang vielleicht gedacht hat, hier, es kommt mal eine Krisenphase und der Markt korrigiert und das Investment nicht glattgestellt hat, der hat ja, mit dem DAX-Investment zwar nichts verdient, hat aber auch nichts verloren, währenddessen der, der auf den fallenden Markt gesetzt hat, obwohl der nicht eingetreten ist, der Marktrückgang, der hat sogar 12 bzw. 27% verloren. Ja, also ein anderes Extremszenario, dass man eben hier sehr gut aufpassen muss. Ja, kommen wir eigentlich auch schon zum Fazit und ich habe Ihnen hier auch nochmal eine Domain aufgeschrieben, weil wir kürzlich da einen sehr ausführlichen Artikel, ja schon fast so einen Leitfaden im Internet veröffentlicht haben, wie Short-ETFs funktionieren. Da sind auch nochmal ein paar Beispiele drin, da sind auch nochmal Links zu den einzelnen Produkten. Also können Sie unter extrafunds.de Wissen minus über ETFs. So funktionieren Short-ETFs. Kommen Sie eben auf diesen Beitrag, können Sie alles nochmal, was ich hier gesprochen habe, nachlesen. Mein Fazit zum Thema Short-ETFs ist, Short-ETFs bereichern auf jeden Fall den aktiven und informierten Anleger. Das heißt, er kann eben auch mit dem Instrument Short-ETF auch mal auf einen fallenden Markt setzen. Wird auch sehr rege genutzt bei Marktrückgängen. Short-ETFs gibt es auf die wichtigsten Aktienindizes. Das Angebot ist leider in den letzten Jahren mangels Nachfrage etwas zurückgegangen. Das heißt, hier sollte man einfach sich mal auf den DAX oder den Euro Stoxx 50, vielleicht noch den S&P 500 beschränken. Alles andere macht relativ wenig Sinn. Es gibt auch Short-ETFs auf Anleihenindizes, habe ich jetzt ausgeklammert, aber gibt es im Angebot auch. Man muss sich nochmal mit dem Thema Pfadabhängigkeit auseinandersetzen. Ich habe es ja erläutert, also gerade bei längeren Anlagehorizonten kann die Pfadabhängigkeit zu einer massiven Abweichung vom Index und dem Basisindex, also dem Short-Index und dem normalen Index passieren. Und wenn Sie sich vor Augen halten oder im Hinterkopf behalten, Indizes müssen einen Index möglichst exakt tracken. Ja? Und wenn ein ETF eben eine Abweichung hat von 1-2%, dann ist das eigentlich schon mal recht schlecht. Also in dem Fall hat er die Abweichung zum Basisindex, ist nicht ganz vergleichbar, weil es eben nicht der DAX Short, sondern es ist der Short DAX, also ein eigens kreierter Index, so wie ich eben vorhin erläutert hatte. Aber wie gesagt, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass der eine oder andere da verwundert ist, warum sein Investment nicht in die entsprechende Richtung geht. Volatile Märkte sorgen für Abbildungsungenauigkeiten, das heißt starke Schwankungen sind schlecht. Also gut wäre es kaufen, starker Rückgang wieder verkaufen, das wäre ein super Szenario. Oder über eine lange Phase jeden Tag fallend wäre auch super. Also das wäre sogar sehr, sehr gut. Ist aber in der Regel ja nicht so, sondern Märkte schwanken hin und her, korrigieren wieder. Und wenn man da eben dann den Ausstieg verpasst, dann hat man vielleicht die richtigen Riecher gehabt, hat das richtige Investment getätigt, hat aber trotzdem einen Verlust erzielt. Genau, das wäre es von meiner Seite her gewesen. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und für Ihr Interesse.